Hallöchen, Leute, ich heiße euch willkommen zu Nintendogs. Ja, damit hätte jetzt wahrscheinlich niemand gerechnet. Ja, ich dachte mir, nachdem mein Kanal jetzt in letzter Zeit so ziemlich los denselben Spielbestand, brauchen wir jetzt mal was zur Abwechslung. Damit wieder ein bisschen frischer Wind weht. Und nachdem mein 3DS heute angekommen ist und ich jetzt in der Lage bin, von diesem wundervollen Gerät direkt aufzunehmen, starten wir mit Nintendogs, weil... Warum nicht? Wird jetzt übrigens kein richtiges Projekt, sondern ich denke, ich werde es nur jeden zweiten Tag bringen oder so. Aber das soll jetzt egal sein, denn ich muss anklopfen. Bitte anklopfen. Ich klopfe. Hallo. Wow, diese Grafik. Willkommen im Nintendox-Zwinger. Hallo. Rühren im Pfeil, okay. Hier warten stets viele Hündchen mit ganz eigener Persönlichkeit auf dich. Oh, ich will ein Hündchen. Nintendox ist übrigens so ein Spiel, in dem man seinen eigenen Hund hat. Quasi seinen virtuellen Hund von Nintendo. Seinen Nintendog. Man kann bis zu 3 Stück haben. Das wird lustig. Ich freue mich schon. Versuch den Hund zu finden, der best zu dir passt. Viel Glück. Okay, das werde ich versuchen. Welchen Hund... Was? Möchtest du einen Hund kaufen oder möchtest du ihn im Zwinger besuchen? Ich möchte einen kaufen. Wähle eine Rasse. Was für einen Hund will ich denn? Oh, ich will Shiba Inu. Das ist der coolste Hund von allen. So, was haben wir denn da? Ein Männchen von ein Männchen von gütiger Wesensart. Sehr geduldig, wird sich schnell an sein Herrchen binden. Nehmen wir Moment, nicht beenden, den will ich haben. Den nehme ich. Ich habe auch schon einen perfekten Namen für ihn. Pass auf, das werdet ihr sehen. Dieses Spiel ist übrigens auch was Besonderes. Es ist eins der wenigen DS-Spiele, die tatsächlich mit der Spracherkennung arbeiten, also mit dem Mikrofon. Also, das wird ziemlich cool. Es ist wirklich wie so ein virtueller Hund. Freut euch am besten schon mal, falls ihr es nicht kennt. Du hast dein Hündchen gewählt. Ein neues gemeinsames Leben mit deinem Hund kann beginnen. Yay! Speichervorgang. Yes! Kann ich ihnen keinen Namen geben? Nintendogs, da sind wir schon. Hallo, kleiner Hundi. Hallo! Hallo! 23:09 stimmt übrigens. Ah ne, das ist das Datum. Ja, das stimmt tatsächlich. Oh Gott, dein Hündchen ist nun bei dir zu Hause. Hallo! Er scheint ein wenig nervös zu sein, weil die Umgebung fremd ist. Oh nein! Verbringe etwas Zeit mit deinem Hund, damit er sich etwas behaglicher fühlt. Bei Fußsymbol, okay. Klicken wir ihn an. Hallo, komm mal her. Komm her. Oh, hallo! Er scheint dich bemerkt zu haben. Ja, und ihr fragt euch sicher, wie dieser Hund heißen wird, aber das werdet ihr sehen. Ich habe da schon einen perfekten Plan. Wenn dein Hund auf dich zuläuft, kannst du mit ihm interagieren. Yay! Streichle ihn. Hey, komm mal her! Komm mal ran auf den Meter. Hallo. Jetzt kann ich ihn streicheln. Hallo. Oh. Gut, brav. Moment, kann ich jetzt nicht. Pfote. Den kann man auch Tricks beibringen. Ich weiß nur nicht mehr, wie das... Ah, oh mein Gott. Er hat mich gebissen. Hallo. Oh, du magst es nicht, weil du mich nicht kennst. Deswegen darf ich dich nicht am Bauch streicheln. Das sah seltsam aus. Okay, hi, komm mal her. Alter. Okay, mir gefällt dein Umgangston nicht, junger Mann. Der gefällt mir ganz und gar nicht. Aber so viel, ich kann doch gar nichts anderes machen, als mit ihm spielen und ihn zu streicheln. Alter, hör auf damit. Komm her zu mir. Du musst dich streicheln, Mann. Pell mich nicht an. Ich komme gut mit ihm zurecht. Er scheint sich etwas beruhigt zu haben. Nachdem ich hier 5 Minuten lang angepfiffen habe. Ich glaube nicht. Sicher ist dir schon ein Name für ein Hündchen eingefallen, oder? Exakt. Gut, denn nun soll dein Hund einen Namen erhalten, in dem du ihn laut aussprichst. Bello. Waldi. Betty. Okay. Bello. Okay, der Name wird super. Ich muss mich kurz zusammenreißen. Betty. Seid ihr bereit, Leute? Ich hoffe, ihr Bello. Seid bereit. Waldi. Moment, Aufnahme beginnen. Wollo. Genauso klinge ich. Exakt. Überhaupt nicht übersteuert. Er hat dich gehört. Wundervoll. Rufe den Namen deines Hundes. Wollo. Der kleine Wollo. Er hat dich gehört. Das will ich auch hoffen. Oh, rufe den Namen deines Hundes nochmal. Wollo. Oh, kleine Wollo. Komm mal her. Er hat dich gehört. Oh. Alter, ernsthaft. Wollo. Huh. Er hat sich den Namen gemerkt, notiere ihn, bevor du oder dein Hund ihn vergessen.
Wow. Das ist bitter, wenn man den Namen auf einmal vergisst. Okay. Name eingeben. W-O-L-O. Das ist der kleine Wollo. Hallo, Wollo. Siehst wie Wollo aus? Ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Name ist und es lautet Wollo. Perfekt. Wollo scheint sich über den Namen zu freuen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ab sofort sollte er reagieren, wenn du Wollo rufst. Wenn er reagiert, streichle und lobe den Hund für das gute Benehmen. Na gut, Wollo. Ruf den Namen öfters. Okay. Wollo? Wollo? Hey! Wollo! Ja. Er hört auf mich. Ja, Wollo. Hast du fein gemacht. Ganz guter Wollo. Oh. Jetzt gib mir die. Oh, was denn? Mach Sitz? Nee, mach irgendwas. Gib mir die Pfote. Wie ging das nochmal mit den Tricks? War doch nur so die Pfote hochhalten. Okay. Hat Wollo auf dich reagiert? Ruf ihn am öfters, damit er sich an den Klang gewöhnt. Wollo! 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 Hey! Wollo! 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 Okay, ich glaube, er hat's kapiert. Er zeigt sich sehr interessiert, da du den Namen mehrmals gerufen hast. Das ist übrigens jetzt nur am Anfang so langweilig. Muss ja die ganzen Tutorial-Zeug durchgegangen werden. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um deinem Hund das Kommando Sitz beizubringen. Oh, perfekt. Streich den Kopf von Wollo, dann führe den Touchpad schnell nach unten. Okay. Zack! Er sitzt. Shit, wie nenne ich den Trick überhaupt? Die Glühbirne in der Erdkette. Ja, ich verstehe schon. Ja, okay. Sitz. Oh, Sitz, okay. Moment. Fuck, ich hätte was sagen müssen. Okay, nochmal. Versuchen wir es nochmal. Streicheln und runter. Setz dich hin! Setz dich hin! Okay, machen wir es nochmal. Setz dich hin! Setz dich hin! Perfektes Kommando. Okay, nochmal. Setz dich hin! Setz dich hin! Das ist viel cooler als Sitz. Wie oft muss man die Scheiße denn eigentlich wiederholen? Lern den Dreck jetzt mal. Setz dich hin! Setz dich hin! Oh. Nochmal. War wohl zu laut für ihn. Ey! Nimm den Kopf schütteln. Setz dich hin! Setz dich hin! Hat er es jetzt langsam kapiert? Scheint es mir nicht so der Hellste zu sein, Wollo. Setz dich hin! Setz dich hin! Okay, ich erinnere mich wieder, wo mich damals, als ich das als Kind gespielt habe, mir wirklich dumm vorgekommen bin. Jetzt weiß ich wieder warum, weil man die Scheiße andauernd wiederholen muss. Wollo, dein Trick gelernt, notiere soeben gelernte Kommando, okay. Setz. Setz hin, Mann! Setz hin! Setz hin in Ordnung, klar. Das ist viel cooler als Sitz. Wirklich. Setz hin! Dann sollst du dich vergewissern, dass Wollo den gelernten Trick auch wirklich ausführen kann. Jaha. Okay, jetzt wird's hardcore. Wollo! Setz dich hin! Er sitzt, oh mein Gott. Es scheint, als würde Wollo definitiv auf deine Stimme reagieren. Das will ich auch hoffen für ihn, das will ich auch hoffen. Der nun gelernt hat, auch zu sitzen, kannst du auch andere Kommandos probieren. Es gibt auch viele Dinge, die du und Wollo gemeinsam genießen können. Das will ich auch hoffen. Unter dem Punkt Pflege findest du verschiedene Hundebücher. Schlage darin nach. Ja, klar. Okay, viel Spaß in deinem Leben, Wollo. Aber ich glaube, bevor du mir jetzt mal in die Wohnung kackst und glaub mir, das wird passieren, ich kenne dich ganz gut, muss ich erstmal mit dir Gassi gehen, mein Freund. Ja. Ja, ich möchte mit Wollo spazieren gehen. Das ist auch eine ganz nützliche Sache. Am Anfang kann man nur eine ganz kleine Route gehen und später geht dann eine größere. Aber bei der Route wollen wir selbstverständlich bei diesen Fragezeichen vorbeilaufen. Denn für die Fragezeichen bekommt man ziemlich coole Sachen. Wenn ich Glück habe, finde ich sogar. Ernsthaft. Wenn ich Glück habe, finde ich dann sogar ein Mario Kart. Mit dem kann man dann rumfahren. Das ist so super. Kann man den Hunden einfach gegen das Schienbein fahren. Das tut ihnen weh. Das gefällt ihnen nicht. Deswegen gefällt es mir umso besser. Naja,
bin guter Besitzer. Alter! Nochmal. So, diesmal, ich darf keine Zeit hier verschwenden. Direkt da hoch, okay? Wundervoll. Jetzt schnell zurück. Wir müssen wieder pünktlich nach Hause. Wundervoll. Gut in Ordnung, okay. Geh mir Gassi mit dem kleinen Wollo. Wollo, das machst du super. Oh, ein pinkes Halsband. Wie fancy. Das finde ich ja super. Ich frage mich, ob Wollo auch kacken kann. Pinkeln kann er auf jeden Fall, das weiß ich. Aber mal schauen. Oh, was hast du denn, Wollo? Was machst du denn da? Ja, fein machst du das. Mitten auf dem Boden. Oh, das hast du gut gemacht. Und jetzt beeil dich. Ich will meinen Schatz haben. Yes. Was haben wir? Ja. Poppy macht einen Spaziergang. Tom hat einen gut gemeinten Rat für dich. Ja, hau mal raus, Tom. Ich sehe gerne zu, wie verschiedene Hunde auf dasselbe Spielzeug reagieren. Da gibt es Unterschiede. Aha, Tom. Interessant. Du klingst mir wie ein Typ, der seinen Hund Poppy nennt. Los, Wollo. Was? Bring ihn um. Nein, nicht weglaufen. Bring ihn um, Wollo. Bring ihn um. Schau, was der für komische Schleife mal hat. Sieht grotesk aus. Bring ihn um. Ja? Nee. Jetzt kuschelt der sich da ran. Das passt gar nicht zu Wollo. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, ich gehe besser weiter. Sag auf Wiedersehen zu Tom. Wollo ist noch neugierig auf Poppy. Auf Wiedersehen, Tom und Poppy. Na, hast du deinen Spaß, Wollo? Bin so ein bisschen verliebt in Poppy. Ich hab doch gesehen, wie du an Poppys Hinterteil geschnüffelt hast. Der spitzt der kleine Wollo, sag ich euch. Wollo muss etwas gefunden haben, er bringt es dir. Ja, ein kleines Ball. Das ist dann so eine Sache, die können wir dann in der Wohnung gleich mal anschauen. Da kann ich mit dem kleinen Wollo da ein bisschen spielen. Denn der Wollo ist ja ein bisschen, das ist ein schwerer. Oh, nicht den Müll fressen. Obwohl, Wollo frisst den Müll. Willst du den Müll fressen? Friss jetzt den Müll, Alter. Er will den Müll nicht fressen. Was ist los mit Wollo? Warum will er den Müll nicht fressen? Okay, wir sind wieder zu Hause. Yay! Wieder zu Hause. Spaziergang war super. Ihr seid vom Spaziergang zurückgekehrt. Er war ziemlich anstrengend. Ja, geht so, würde ich sagen. Geht so. Hatte schon mal anstrengendere Spaziergänge. Seifenblasen! Ha, kann ich reinpusten. Seifenblasen! Wollo! 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 Spiel doch bitte mit den Seifenblasen! Weißt du was? Du bist ein Langweiler. Du bist ein richtiger Langweiler, nur damit du es weißt. Aber keine Angst, ich bin ja kein Unmensch. Du bekommst erstmal ein bisschen feinstes Wow-Wow-Modus-Buch. Was ist das? Dieses Buch enthält wichtige Informationen zur drahtlosen Kommunikation. Ach so, das ist mir egal. Du kriegst ein bisschen feinstes Trockenfutter. Mmh. Wollo! Ha, da kommt er sofort hergerannt, wenn es ums Fressen geht. Ah, beschämend. Einfach nur beschämend. Und? Schmeckt's gut? Ja. Alter. Der hat Hunger. Der zieht sich das ja richtig rein. Ey, friss den Rest auch noch. Friss den Rest, Mann. Ja. Exakt. Genau das sollst du tun. Vielen Dank, Wollo. Vielen Dank. Dafür bekommst du jetzt noch eine Schale Wasser. Los, zieh dir das Wasser rein, Mann. Ist besser für dich als immer dieses Rockstar-Energie. Kannst du mal ein bisschen Wasser trinken. Stell dich da nicht so an, bitte. Ist gut? Super. Ich raste auch fast aus vor Freude. Was haben wir denn sonst noch? Haben wir Musik? Weiße Schallplatte. Okay, ich bin gespannt. Berühre die Aufnahmetaste. Oh mein Gott. Die Aufnahme-Abspieltaste. Hallo, Wollo, wie geht's dir? Ich will's anhören. Und jetzt? Hallo, Wollo, wie geht's dir? Genau so habe ich mir das vorgestellt, exakt so. Nochmal. Hallo, Wollo, wie geht's dir? So ein Schwachsinn. Hallo, Wollo, wie geht's dir?
Großartig, fantastisch. Warte, ich muss noch eine Kleinigkeit machen. Hallo. 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 Wie geht's dir? Yeah! Das war fantastisch. Das war so großartig, dass mir die Worte fehlen. Etc. haben wir nichts. Accessoires habe ich auch nicht. Nur schwarze Lederhalsband. Das hast du schon. Glaube ich. Sport. Da ist der Tennisball, oder? Hallo! Wir machen jetzt Sport. Sport! Hol den Ball! Hol ihn! Yeah! Gut gemacht. Hallo! 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 Komm mal her! Hallo! Gib mir den Ball. Gib mir den Ball, Mann! Ja. Voll auf den Arsch geworfen. Der Ball ist da hinten. Setz dich hin! Hunger! Hunger! Okay, hat nicht funktioniert. Wie könnte ich das nennen? Fuck. Öle wie ein Schwein. Öle wie ein Schwein. Es wird der beste Hund aller Zeiten. Wollo! 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 Komm doch! Wollo! 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 Geht doch! Setz dich hin! Bravo, Glinger, Wollo, Wollo! Öle wie ein Schwein! Öle wie ein Schwein! Öle wie ein Schwein! Öle wie ein Schwein! Fuck! Ihr müsst wissen, das ist so ein klassischer Wollo-Spruch. Wollo! Wollo! Der hört nicht so ganz. Wollo! Wollo! Komm mal her! Setz dich hin! Oh! Du brauchst ja Wollo, dir kann man ja aber auch nicht böse sein, oder? Ja! Ich mag den kleinen Wollo hier. Der ist ganz süß und klein. Aber ich glaube, der braucht noch mehr zum Fressen, damit der größer und stärker wird. Stimmt's? Ja. Das gefällt dir. Und der ist voll shiny. Das bedeutet, der ist glücklich. Das bedeutet, wenn er glücklich ist, dann... Was habe ich noch? Was kann man mit Pflege machen? Okay, scheiße. Kann man da machen. Dann würde ich sagen, wir werden mal noch eben versuchen, einkaufen zu gehen. Denn der gute Wollo... Da braucht Vorräte, wir haben auch kaum Geld. Das heißt, wir müssen dann auch demnächst mal trainieren gehen. Mein guter Wollo, wir müssen trainieren gehen. Was gibt's im Secondhand-Laden? Secondhand ist doch gut für dich. Ist der Secondhand-Laden. Ach, da kann ich Sachen verkaufen. Du, da ist der Pokéfo aus Pikmin. LOL, Easter Egg, LOL. Voll cool. Moment, ich will meinen kleinen Wollo nicht in den Zwinger geben. Der bleibt für immer bei mir. Ich brauche was zum Haustierbedarf. Wollo stinkt nämlich ganz gewaltig. Kurzer Shampoo. Und zwar nehmen wir 10 Stück. Komm. Wenn der shampooniert wird, dann aber hardcore. Brauchen wir genug Shampoo. Und dann Gummibürste selbstverständlich. Wird kein Weg dran vorbei. Für was auch immer man die braucht. Was ist das? Zum Entfernen von Schmutz verschönert das Fell. Ideal für Kurzhaarrassen. Alles klar. Was gibt's denn sonst noch? Oh, er wird die hübscheste Prinzessin auf dem Abschlussball. Die hübscheste, die Ballkönigin. Das freut mich so für ihn. So, Trockenfutter. Da, seien wir mal realistisch. Er ist ein Hungriger, der Wollo. Der braucht eine Menge Nintendox Trockenfutter. Wie kann es sein, dass das Wasser hier was kostet? Warum kann ich dem Hund nicht Leitungswasser geben? Ja, davon kann ich eine Menge kaufen, weil es wird man immer wieder brauchen. Aber der gute Wollo, der braucht jetzt erstmal ein Schleifchen. Wollo, du wirst so hübsch aussehen. Oh, du wirst so hübsch aussehen. Das glaubst du gar nicht, Accessoires. Rote Schleife. Oh, du bist ja ein richtiger Gentleman. Ich muss einen Screenshot machen. Screenshot. Ja, Screenshot gemacht. Wundervoll. Okay, ich würde mal sagen, mit dem Anblick von dem Gentleman-Wollo hier. Moment.
Ich muss noch aufs untere Bild bringen, damit. Keine Ahnung. Ich will mich noch gebührend verabschieden von ihm. Shit, was war das nochmal? Öle wie ein Schwein, glaube ich. Wollo! Setz dich hin! Oh, du kleiner Gentleman, du braver Gentleman. Oh, ich mag ja den kleinen Wollo hier. Aber, Knechterei! Knechterei! Ah, die klassischen Wollo-Catchphrases. Der kann sie alle. Der hat sie alle drauf, der Wollo, und der reagiert passend darauf. Ah, das wird großartig. Aber gut, das soll jetzt dann erstmal reichen für den ersten Part von Nintendox, liebe Leute. Wie gesagt, werde ich versuchen, das dann so jeden zweiten Tag zu bringen oder so, aber das werdet ihr ja schon alle sehen und ja, Nintendox. Abwechslung. Yeah. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Part und gute Nacht.